Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. Wir wollen Tombstone aus dem Verkehr ziehen, wenn das überhaupt geht. Ich weiß es nicht. Und dann geht's weiter zur Hauptquest. Ich glaube, das ist sogar auch im Moment die einzige Nebenquest. Ach, er ist schon wieder. Sie haben sicher schon vom Aufruhr an der Empire State University gehört. Nein. Aber das ist nicht der übliche Giftcocktail aus betrunkenen Kids, verwöhnten Millennials und wilden Hormonen. Die Behörden bewahren Stillschweigen über die Lage. Millennials? Ich bin ein Millennial. Die Dämonen, die Studenten, die Studenten müssen schon die Generation nach mir sein. Verwandelt. Was ist aus unserer schönen Stadt geworden, Damen und Herren, wenn wir unsere eigenen Kinder fürchten müssen? Unsere Nachbarn, unsere Ehepartner, seien Sie wachsam, machen Sie die Augen auf und behalten Sie den Barista mit der Hipster-Frisur im Auge, der Ihren Latte macht, sonst erwischt er Sie auch. Zeit, Tombstone lahm zu... Hey, Tombstone, wie geht's dir? Der wütende Drogenbaron ertrank allein. Klingt wie ein Gedicht. Wenn du das sagst. Ich war nie so der große Leser. Sieht man dir kaum an. Wie bist du überhaupt an Martin Lee gekommen? Ich bin der Beste. Ich gehe nicht hausieren. Niemand kommt zu mir. Zusammentun möchtest, können wir echt was reißen. Ja. Oh, bin geschmeichelt. Aber dieses Ausnutzen von Leid ist nicht so mein Ding. Könnte Tombstone tagelang prügeln, ohne dass er es spürt. Ob die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, da los doch! Weißt du noch unser letzter Tanz? Ist dein Knie wieder in Ordnung? Oh ja. Es zieht, wenn es regnet. Scheiße. Sonst super. Nett, dass du fragst. Vor dem Einsatz der Gegendroge muss ich Tombstones Bande ausschalten. Hau! Au! Ich muss seine Leute ausschalten, dann kommt... Magst du mein neues Produkt? Es heißt Grabesstaub. Ist das so? Hast du den Namen von deiner Marketingabteilung? Ich bin Marketingabteilung. Das merkt man kaum. Wirklich kaum. Du Arschloch! Sag mal, wie unhöflich bist du denn? Oh nein! Abgeweckt! Au! Aber zum Glück schaltet er da seine eigenen Leute aus. Hey, du willst nicht zufällig Pause machen, nein, oder? Au. Lonnie, reif? Hast wohl Sport geschwänzt. Und jetzt? Er wird langsam, fast geschafft. Wer blutet da? Gegendroge wirksam. Zeit, ihn auszuschalten. Was zum Geier hast du mir verpasst?
Nicht so viel. Oh, weißt schon, Partikelentlockungsmittel, das Übliche. Meine Zunge ist komisch. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, hoffentlich tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten oder sowas. Ha, erst wenn Suppe Knete bringt. Das war irgendwie absehbar. Aber genau so mag ich es eben. Toller Kampf, tolle Herausforderung. Danke. Wir beide sind so unterschiedlich. Wenigstens war das ein Kompliment, Leute, ja? Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar. Fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freue mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Irgendwie ist der cool. Muss ich sagen, der war jetzt ziemlich cool. Okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind? Wohl nicht lange genug. Wohl nicht lang genug. Warte mal, er sagt noch was. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Du redest von dir in der dritten Person? Wie die... In der dritten Person? Echt? Achso. Wird mir jetzt... Ah, Spider-Hack. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass die Nebenmissionen teilweise so schleppend freigeschaltet werden, gestehe ich. Ach, da hinten. Irgendwas sagt mir, dass das super anstrengend wird. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams, melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Sable-Teams, wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Da ist das zweite Modul. Peter, mach doch. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten.
Okay, nur noch zwei Module. Achtung, Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Aber auch volle Löte reingerannt wie ein Idiot. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Okay, nur noch zwei Module. Achtung, an alle Sable Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verdammt, jetzt ist noch ein Subsystem offline. Überprüft den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale, im Anflug. Ich muss weg. Hi, MJ, es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul? Ich traue mich nicht schneller zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist gelogen. Die haben mich gar nicht gesehen. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts. Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Nein. Aber warum? Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul? Du Huso, fahr weiter. Da ist das letzte. Na komm. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Boah, das war jetzt doch eindeutig zu spannend, wenn ihr mich fragt. Oh, das ist hier oben dreckig. Kümmert sich denn niemand um die Abschüsse? Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Jackpot. GR27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington... Verrückt. Gruselig. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Okay.
Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Das war mir ja zu spannend, wenn ich ehrlich bin. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sables Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Erst muss ich gucken. College-Freunde. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die Nebenquest. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich hier alle Nebenquesten voll. Cool. Hier sind zwei von den Ich wusste doch, dass es der Taskmaster ist. Ich wollte es nur nicht gesagt haben, weil ich den Taskmaster mit Black Widow in Verbindung gebracht habe. Auch hier ist einer, aber ich sehe den nicht. Also kann ich die bestimmt immer nur machen, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Dings gemacht habe. Nee, ich mach's immer falsch. Alter College-Freund. Na, wer damit wohl gemeint ist. Ha, Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Ja? Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Formen hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Also wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich minimal misstrauisch werden. Spider-Man! Hi. Spider-Man, ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween-Party vermisst. Okay, wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schicke dir, was ich gefunden habe. Schlau. Wie heißt du? Philip Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Okay, ich muss den Ort auf dem Foto finden. Hier ist die Freiheitsstatue, also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel. Und woran erkenne ich... Ah, Finanzviertel. Mehr so Richtung hier vielleicht sogar. Der Umzug nach New York hat sich gelohnt. Oh mein Gott, solltest du nicht schwingen? Warte mal, kann ich dahin auch eine Abkürzung machen? Ja, kann ich. Okay, ich muss den Ort auf dem Foto finden. Von vor einer halben Stunde. Coole Heuristik. Hast du den Gesichtstracker selbst entwickelt? Ja, das ist meine Abschlussarbeit. Ich hoffe, ich krieg damit einen Job. Wenn das funktioniert, schreibe ich dir eine Empfehlung. Empfehlung von Spider-Man, nicht schlecht, ne? Bäume am Wasser. Das Gebäude steht vielleicht an einem Park. Am Wasser ist doch irgendwo hier vorne. Könnte es das hier sein? Ich meine, ist nur so eine Frage. Nein. Sieht aus wie die Gegend da hinten. Die Studenten benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Überall um mich herum.
Okay. Das Feuer breitet sich aus. Ich muss das beenden. Wie denn? Wo sind die denn? Ach, da hinten. Musik in der Finsternis? Okay. Das war der letzte. Ha. Was ist passiert? Alles war gut und dann... Bam. Nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Es ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. Cool. Das ging fix. Noch eine Nebenquest? Eigener Wegpunkt. Ach so, eigener Wegpunkt. Ich dachte schon. Nee, noch eine Nebenquest. Tick-Tack. Wie viele Nebenquesten gibt es denn hier? 2 von 6. Ach, das ist die Quote mit den meisten Nebenquesten, ne? Mhm. Hier gibt es keine in der Tat. Hier gibt es eine, die ich schon gemacht habe. Eine, die ich schon gemacht habe. Eine, die ich schon gemacht habe. Da fehlt noch eine. Hier habe ich noch... Nee. Eine gibt es hier. Hier habe ich... Nee, keine. Und hier habe ich die schon fertig. Gibt es ja auch Nebenquesten? Vielleicht. Nee, eher nicht. Taskmaster-Herausforderung. Nächstes Mal nehmen wir uns diese Nebenquest vor. Da reise ich schon mal hin. Ich bin schon wieder ein Level up. Cool. Ich könnte meine Fertigkeitspunkte noch mal kurz machen. Ich wollte ja diesen einen Hieb hier. Hui. Machen wir das doch mal. So sicher ist sicher. Jetzt könnte ich mich hier mal drum kümmern. Was ist das? Aha. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Oh, da gibt es neue Anzüge für mich. Iron Spider? Dafür brauche ich... Och, komm. Sieht scheiße aus. Das ist das normale Kostüm von Spidey. Das müsste das von Amazing Spider-Man sein. Oder ist das von Amazing Spider-Man? Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht in Rot-Dings bin. Ich mag das hier. Ich bleib dabei. Okay, also, haut rein, ihr Lieben.